Ich weiß es nicht. Gute Frage. Kann ein Skelett im Level aufsteigen? Es scheint fast so. Warum sagt mir das kein Mensch? Das Ding hätte ich ja mitleveln können. Hallo? Das ist ja voll gemein. Im Ernst. Warum sagt mir das denn keiner? Egal. Ja. Was wollte ich jetzt tun? Genau, wir wollten uns in einen Wolf verwandeln. Und zwar... um ein wenig... kann ich gar nicht. Oder doch, Schatten des Wolfs. Um ein wenig vor den bekackten... ja, ich wollte gerade sagen, Zufallskämpfen zu... So. Wolf-Zombie, Wolf-Zombie, Wolf-Zombie. Ich scheine, das Skelett scheint zu machen, was es möchte. Soll mir recht sein, solange es überhaupt etwas tut und es was bringt, dass es was tut. Aber ich glaube, mit seinem einen Level macht das nicht viel aus. Valna weicht aus. Aska weicht aus. Aska wurde magisch krank. Oh Gott! Warum sagt mir das denn? Vielleicht hat das überhaupt keinen Sinn, ein Skelett zu betüdeln, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Naja, egal. Gegenstand, Schmerzmittel, war ja klar. Aska braucht den Scheiß ja irgendwie auch. Feuerball, Gruftzombie 1. Gruftzombie stirbt. Schön. So muss das sein. So muss das nicht sein. Und jetzt kotzt der Nächste mit seinem magischen Scheiß. Nee, er greift normal an. Okay, damit kann ich leben. Normales Angreifen ist in Ordnung. Skelett greift an. Hui. Oh Gott. Ist das ein bisschen albern oder ist es ein bisschen albern? Ich glaube, es ist ein bisschen albern, aber auch nur ein bisschen. 10. Hoho. Haha, Lane. Ah, schön. 49. Skelett fällt in Starre, ja, leck wieder. Ah, Leute! Leute! Fähigkeit. Aska. Nee, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich einen Gegenstand, ja. Du kriegst ja doch nicht mehr geschissen als hier. Den Quatsch. Kritischer Gegner. Nein. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Er kotzt wieder magische Kacke. Nein. Valna. Amazing. Completely amazing. This is so amazing. Oh. 99. Valna ist 21. Das Skelett ist tot. Moment, ich bin gerade mal am gucken, ob es sinnvoll wäre, Verwandlung beenden. Nein. Nein. Beschwörung lösen. So. Fähigkeit. So, ich möchte ein Skelett beschwören. Skelett beschworen. Ach so, der stirbt. Der levelt so lange mit und ist so lange gesund oder tot, ah ja, okay. Dann hat das ja super viel gebracht. Dann hätte ich den erstmal mit Kleinkram leveln sollen, ne? Ah, warum sagt mir das denn keiner? Dann hätte ich jetzt so voll den Mega-Skelett-Krieger mit dabei. Egal. Fähigkeit. Ich habe mich zurückverwandelt. Deswegen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Nicht zu lange hier bleiben. Nicht zu lang. Da solltest du durch. Da geht das gar nicht durch. Okay. Oh, ein Zufallskampf. Gegen ein Skelett. Pillepalle. Weg mit die. Oh, mein Stuhl. Verflixt. Oh, ja. Elaine hat es jetzt nicht so drauf, ne? Aber wer hat das schon? Aska weicht aus, das ist schön. Das Skelett erleidet keinen Schaden. Okay. Was willst du machen? Ja, das Skelett ist ein bisschen krass jetzt drauf, oder? Hallo, was ist mit dem Skelett los?
What the fuck? Ist das ein Überskelett oder was? Die habe ich doch mal zu dritt besiegt, die Viecher. Hä? Kann mir mal gerade einer erklären, was da los ist? Yo, schön. Kann mir trotzdem mal einer erklären, was los ist? Ich weiß immer noch nicht, was los ist und warum das hier so schleppend vorangeht. Was ein Scheiß. Ich wäre ja echt ganz glücklich, wenn da... Ach, da war ich ja schon, da will ich ja gar nicht hin. Auch wieder ein Zufallskampf. Nee, gibt ja nicht. Ein Gruftzombie. So, Angriffsfähigkeit hat ja nichts. Schadet und blendet einen Gegner, das ist mir zu teuer. Dessen Gegner blinden, das bringt ja auch nichts, ne? Kann ich ja trotzdem mal versuchen. So, und du machst auch mal eine Fähigkeit, und zwar den Feuerball. Da machst du wenigstens ein bisschen Schaden mit, ne? Ja, siehst du, 32 HP, da machst du ja schon mal mehr als nichts, ne? Ist nicht betroffen, ja gut, da hätte ich mir auch denken können. Habe ich ja, glaube ich, auch schon ausprobiert. Man weiß ja nie. Walner, du kannst meinetwegen gern immer ausweichen. Das ist völlig gut. Total. Finde ich total knorke. Gruftzombie, du kannst öfter sterben. Das finde ich auch super knorke. Ich könnte gleich mal das Skelett wiederbeleben. Ich glaube, das mache ich, sobald ich auf einen einzigen Gegner treffe. Alle anderen Gegner sind ja sofort immer tot. Ich meine, alle anderen sind immer sofort tot. Ja, siehst du, machen wir erstmal einen tot und dann belebe ich das Vieh wieder und dann, sollte es eigentlich möglich sein, den mal zumindest auf Level 2 zu kriegen. Würde ich jetzt mal so kleinlaut behaupten. Aska, du kannst mich mal. Warum ist eigentlich immer Aska magisch krank? Egal, wir schaffen es jetzt auch mal ohne. Solange die Typen nur Aska angreifen, ist das alles ja total in Ordnung. Der kriegt zwar irgendwann nichts mehr geschissen, so, was, ja, dieses Gedöns angeht, aber... Nee, so, machen wir mal so. Elaine macht hier den Gegenstand, und zwar Trank der Ewigkeit, Skelett. Schlägt daneben. Nee, kritischer Teil. Ist jetzt, Skelett erreicht Level 2. Nee? Nee. Okay. Skelett ist noch in Starre. Achso, man kann das gar nicht wiederbeleben, oder was? Was für eine große Scheiße. Warum... Ich habe jetzt den Trank der Ewigkeit für ein Skelett ausgegeben und das bringt gar nichts, oder was? Wollte mich verarschen. Was... Du dummes Drecksspiel, warum sagst du mir das nicht? Ey, du kannst mich mal kreuzweise, ganz im Ernst. Das ist doch totaler Scheiß. Nervt mich nicht. Ihr könnt mich beide. Oh ja, wieder Wasser. Ho, ho, ho. Und hier geht es durch einen Geheimgang aus dem Skelett. Wer hätte es geglaubt, ich nicht. Wusch. Ja, bitte. Oh, du verlierst ja sogar was. Das ist ja der Wahnsinn. Zumindest kannst du diese Scheiße... Ja, ist klar. Kannst du diese Scheiße mit diesem magisch krank werden nicht... Juhu. Wobei ich sagen muss, dass mich Skelette doch schon ziemlich ankotzen. Wie man hier sieht. Er leidet keinen Schaden, er leckt mich doch am Arsch. Aber Walner hat es drauf, hat es drauf. Kritischer Treffer, Skelett stirbt, was kann es Besseres geben? Normale Scheiße erhalten. Was ist hier drin? Blutrune. Ey, Moment, eine Blutrune ist gut, ne? Ja, genau. 5 Max Blut. Hä? Ah, was machen wir dann? Bei wem machen wir da mal 5 Max Blut? Beim Skelett? Nein!
Ach, Kerl, wer nagt denn immer am Bluttod? Ich glaube, geben wir ihm das mal. Ja. Schön, ein Zufallskampf, ein Skelett. Ah ja. Wer hätte das geglaubt? Ich nicht. Ich bin total überrascht, dass es einen Zufallskampf gibt in diesem Spiel. Bin ich immer wieder aufs Neue, also überrascht. Ich bin auch überrascht, dass Elaine ausweichen kann. Ich hätte gedacht, die wäre in Starre verfallen. Sie hat Schaden gemacht. Fast so viel wie das Skelett am Anfang. Nee, genauso viel, ne? Oh! Ich bin schon wieder am Gähnen in Gedanken. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich wieder ganz viele Zufallskämpfe erleiden darf. Nein, Moment. Erleiden nicht, erleben. Oh, zwei Skelette. Wird es möglich sein, das zu überleben? Oh, es weicht aus. Es erleidet keinen Schaden. Ein HP, ha. Ja. Asuka greift den Gegner an. Kritischer Treffer. Ey, jetzt fängt er an zu bluten, oder doch nicht? Ja. What the fuck? Ich habe das Gefühl, dieses ganze Hin- und Hergeeiere, dieses Ausrüsten und Schlag mich tot hat meiner Gruppe nichts gebracht, weil sie mit Skeletten mehr Probleme haben als vorher. Oder bilde ich mir das ein? Habe ich die Leute irgendwie beschissener ausgerüstet als vorher? Kann das sein? Das Einzige, was sie jetzt häufiger tun, ist ausweichen, aber... ja, aber sonst ist das irgendwie total suboptimal, was die hier abliefern. Finde ich jetzt, irgendwie, ne? Aber, ne, ist nur meine Wahrnehmung. Kann mich da natürlich auch irren, glaube ich aber nicht. Ja, zielt auf Herz. Aufs Herz. Ich bin schon wieder am Nuscheln hier. Dazu neige ich ja sowieso relativ häufig. Zumindest habe ich das Gefühl. Kritisch! Ah, Spiel, du bist so scheiße. Du spuckst einem ständig ins Gesicht. Da freut man sich über kritischer Treffer und dann erleidet keinen Schaden. Ja, ist klar. Da muss Elaine erstmal ihren scheiß Feuerball auspacken, damit sie überhaupt irgendwelchen Schaden macht an dem scheiß Vieh. Aber dann auch über 30, ne? Toll. Das blöd eurer G-Schnoppe deckt den Boden. Asuka ist auch Level 21 gestiegen. Und da wieder ein Zufallskampf. Nee? Mann, aber hier jetzt, in diesem Gang. Nee? Oh, oh, gefährlich. Gefährlich. Nee, hier. Skelett beschwören. Ist das Skelett wieder da? Nee, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, was? Das wäre ein großer Quatsch. Mantel des Wauchs so düster und schwarz, falle über meine Glieder immer und wieder. Immer bla bla bla. In diesem Gang jetzt aber zwei Zufallskämpfe. Nein. Einer. Nein. Okay, andere Seite. Vielleicht haben wir da Glück. Hier, ein Zufallskampf. Nee. Mann. Was ist los? Keine Kämpfe mehr. Oder geht's nach unten? Oh. What the fuck? What the fuck was that? Ich habe mich verjagt. Schattenring. What the fuck ist ein Schattenring? Ach. Die Beschwörung hat aufgehört. Ich wollte gerade sagen. Nee, dann kann man den gar nicht leveln, wa? Das ist ja totaler Käse dann. Doch kann man bestimmt, aber...
Egal. Gegenstand. Nein, doch. Gegenstand. Ausrüstung. Schattenring. Schattenzauber, Schutz, Totschutz. Ja, nee. Will ich aber jetzt nicht haben. Oh, ein Zufallskampf. Gleich drei Gruftzombies. Oh, da wird wieder krank. Da werden wir wieder krank. Krank. Krank werden wir da. Waldner greift den Gegner an. 31 HP. Elaine macht einen Schaden. Oh, von 12. Meine Güte. Rotz. Ja, Waldner wurde magisch krank. Asuka weicht aus. Waldner wurde verletzt. 22 HP wurden ihm geraubt von einem Gruftarsch. Ich fluche wieder viel zu viel. Dieses Spiel verleitet echt, verleitet mich zumindest dazu, zu fluchen. Nicht jugendfrei das Ganze hier, aber zumindest wisst ihr Bescheid, was Spiele, vor allem solch harmlos wirkende Spiele in Menschen auslösen können. Ja. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist stellenweise ganz, ganz, ganz grausige. Ja. Waldner, du bist schon magisch krank, da muss man nicht mehr viel und kann man auch nicht mehr viel rütteln. Dafür hast du es noch drauf. Man kann dir nichts vorhalten. Diesbezüglich. Da muss ich schon zugeben. Du hast es. Warum blitzt das schon wieder so? Bin ich der Einzige, der das sieht? Ich glaube, ich bin der Einzige, der das sieht. Zwei Skelette, ja. Give it to me! Kampf. Angriff. Skelett 1. Asuka, Angriff. Skelett 1. Und Elaine darf man Schmerzmittel für Waldner rausholen. Sonst kriegt er nämlich nichts geschissen. Siehst du? Sag ja. Ich sag es ja, wa? Und wenn er nichts geschissen kriegt, ne? Dann kann man den ja auch eigentlich gleich in eine Tonne kloppen, wa? Waldner, ey. So, Lebensspender auf Waldner. Weil sonst sägt den gleich ins Grab Bananen und das will ich nicht. Asuka greift den Gegner an, Skelett. Waldner, mach keinen Scheiß. Asuka weicht zumindest aus, das ist aber ein etwas. Ich sollte möglicherweise gleich mal ein bisschen heilen. Und dann eventuell jedem, das finde ich so geil. Und dann eventuell jedem ein bisschen Blut geben. Um ein bisschen Stabilität auch in meiner Art zu denken zurzeit. Siehst du, Waldner ist schon, aus irgendwelchen Gründen. Blutet der Mann? Der blutet doch gar nicht. Warum hat er. Oh, Kinder. Ach, Kampf. Skelett, Skelett. Elaine. Oder verliert man durch einen Stich aufs Herz irgendetwas in der Richtung? Ich weiß es nicht. Es würde mich interessieren. Es wird einem ja nirgends angezeigt, was passiert genau. Wenn etwas passiert. Vielleicht, ja, vielleicht wird es angezeigt. Aber, ja. Ah, Lebensspender auf Asuka. Der könnte es auch mal wieder gebrauchen. Skelett, deine Zeit ist gekommen. Danke, Elaine, du hast es drauf. Finde ich schön. Triff bitte! Waldner, du Arschkrampe, triff! Triff! Asuka, triff! Ja. Nein. Waldner, bitte. Reiß dich zusammen. Danke. Elaine, bitte. Ja, ja. 40. Nein. Oh, 26. Ich bin begeistert. Ich
bin sehr begeistert davon. Das Skelett ist tot. Verdient. Ja, komm, das stecken in den Scheiß.